Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar, ich habe heute eine neue Map für euch. Und zwar sowas wie Halloween Creepy House. Genau, so nennt sich das Ganze. Ist halt für Halloween gedacht. Okay. Könnt ihr natürlich auch so benutzen, ne? Müsst das natürlich nicht nur zu Halloween benutzen. Genau, hier so im Wald sehen wir auch noch so kleine versteckte Sachen. Die könnt ihr euch natürlich nochmal selbst angucken. Ja, wo befindet sich das Ganze? Das befindet sich halt hier auf der Map. So, genau hier ist dieses Haus. Also hier neben, glaube ich, dann. Und hier können wir schon sehen, ein Stumpfen, der irgendwie vom Wind, ja, zerbrochen ist, abgerissen ist und so weiter und so fort. Genau. Und hier eine fette Wurzel. Genau. Und hier befindet sich das Ganze. Und hier können wir auch eine Geiselnahme machen und oder jemanden verscharren, eher gesagt. Ist auf jeden Fall RP fördernd, würde ich jetzt so sagen. Ja. Wenn man es natürlich gut ausspielt. Genau, wenn wir jetzt in das Haus gehen, kriegen wir auch einen kleinen Effekt. Ne? So einen ganz kleinen Effekt, so ein bisschen, dass ringsherum etwas verwaschen ist. So ein Horror-Effekt, eher gesagt. Etwas ziemlich eng hier, aber ja, genau, mehr ist das Ganze auch nicht. Ja, hier können wir auf jeden Fall auch reingehen. Ja, ihr könnt halt so den Toten halt runterschmeißen oder halt zwingen, dass er in das Grab geht und dann erschießen halt. Ne? Ist halt schon ziemlich cool gemacht. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. So, wenn wir uns das Ganze heruntergeladen haben, dann haben wir diese ZIP. Ja, und die müssen wir einmal auspacken. Dann haben wir diesen Ordner hier und hier kopieren wir uns schon mal den Namen raus und gehen dann anschließend in FileZilla rein. So, und gehen in die Server-CFG oder in eine andere, wo ihr halt eure Scripts halt startet. Genau, und da gehen wir ganz nach unten und sagen einfach Start oder so in Search, Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen. Ich habe das Ganze unter Maps, also ich habe mir nochmal einen Unterordner gemacht und starte diesen Map. Ordner dann quasi und ihr könnt das Ganze einfach mit Start und dann den kopierten Ordnernamen einfügen und dann auch mal hier speichern und übernehmen. Jetzt gehen wir noch in den Resource Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource Ordner. Jetzt müsst ihr nur noch den Server neu starten und ihr habt das Ganze erfolgreich installiert. Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.